Sehr cool. Cool, danke. Mach hier direkt mal eine Kirchenschule rein. Das ist schon mal sinnvoll. Geh mal hier rein, wir brauchen ja einfach ein bisschen mehr Garnison, das ist halt blöd, aber ja, ist jetzt... ne? Genau das Ding ist halt hier jetzt auch passiert. Mach halt nur eine Strelzi-Einheit als Garnison hier rein, ich meine, das müsste ja dann auch erstmal reichen, ne? Okay, so, ich lese mal gerade weiter in den Chat rein. Matthias schreibt nur, ah, okay, ich danke dir. Wie war nochmal der Name? Verzeih mir, gib mir doch den Link. Warte eine Sekunde. Also ich kann dir meinen Partnerlink zum Amazon Store darüber schicken. Warte mal. Ich hoffe, das Buch gibt's noch. Klassiker der Geschichtswissenschaft. Das sind, glaube ich, zwei Bände. Oder Klassiker der Geschichtsschreibung? Ne, Klassiker der Geschichtswissenschaft, genau. Guck mal hier, 7 Euro, Beck'sche Reihe, ey, das ist nicht teuer. Wow, der hat nur, kann ich mal so super Bewertungen. Ja, Partnerprogramm-Link kopieren. So, Moment, kommt sofort. So, wenn du da draufklickst, das ist jetzt der Hinweis, dann bekomme ich eine Provision von Amazon. Das Buch sollte dich aber nicht mehr kosten. Okay, so, ich lese nochmal weiter. Bei nächsten Mal haben wir uns noch über unbewegliche Halbkanonen aufgeregt. Genau, heute haben wir schon Haubitzen. Ja, jetzt geht's los. Ja, wir haben ja uns, wir haben uns ja die Technik für die Haubitzen von den Polen halt ertauscht, ne? Artillerie macht übelst Spaß in dem Spiel. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Yannick schreibt noch, hast du schon mit Nakamura RTS zu tun gehabt? Nein, kenne ich nicht. Der castet Spellforce 3, sagt mir leider viel zu wenig, etc. Bei CA Lead Game Designer. Du, ich bin in den Personalien bei CA nicht drin. Ich kann nicht sagen, ob das stimmt. Gibt's da schon einen Telegrafen? Nee, hier noch nicht. Heimi, danke schön für den Sub übrigens. Oh, du sagst nochmal danke an den Spinetic, der dir den Sub gegiftet hat. Ja, das ist ja super cool. Schön, dass du dabei bist. Guten Abend, Ekmos. Ja, Empire. Geiles Spiel und viel zu lange her. Und jetzt lasst mal überlegen. Lassen wir den da drin einfach verschimmeln? Ich meine, noch hat er keine Verteidigungsmauer gebaut. Können wir noch gucken, ne? Wenn er unsere Provinzen aufbaut, ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Erste Volkszählung in Europa. Das ist insofern auch so nochmal ein bisschen... Ja, doch, ja. Ja, das haben wir hier hoffentlich jetzt auch geschafft. Dann unsere Galeere in der Ostsee. Komm doch einmal her. So, pack mir die mal da drauf.
Schickst du mir die Truppen dann nächste Runde hier rein, bitte. Ja, für sechs Monate einen Sub verschenken ist natürlich schon krass. Das hat er. Der Spinetic ist auch eine Stütze dieses Kanals auf jeden Fall. Das ist schon der Boss-Move auf jeden Fall. Okay. Ich überlege gerade, will ich noch eine Linie mitnehmen? Ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt eine Linie hier, ne? McGaffin, vielen Dank übrigens für den Sub mit Prime. Vielen Dank für deine Unterstützung an dieser Stelle. Ich könnte auch noch eine zweite Einheit Strelzi hier rekrutieren, dann tun wir das doch noch. Viel mehr müssen die ja auch nicht können. Das müssen ja nur reine Garnisonseinheiten sein. Und hier in Aserbaidschan müssen wir auf jeden Fall mal die Steuern ausmachen. Die Truppen hier bilden wir fort, denn die sind tatsächlich noch an der Front. Will Kaffee, toller Name, grüß dich, guten Abend. Es gab von Feral Interactive, das sind die Leute, die ROM Remastered gemacht haben, die haben mal einen Patch angeboten für Empire. Und wenn du dich für den registriert hast, dann konntest du Empire Multiplayer spielen. Das war so ein Beta-Patch, die rausgebracht haben. Das Problem ist, den Patch gibt's nicht mehr. Du kommst nicht mehr an den Patch ran und über Steam kannst du den nicht installieren. Das war kein offizieller Patch, den man irgendwie über Steam bekommen konnte. Matthias, übrigens noch vielen Dank für den Sub. Vielen Dank, dass du da dabei bist und mich unterstützt vor allen Dingen. Und deswegen kannst du, wenn du... Also das würde ich einfach mal nachgucken. Wenn du eine Empire-Version hast von Anno dazu mal oder so und hast dich damals für diese Beta angemeldet, dann kannst du diese Beta jetzt noch spielen. Dann kannst du Empire Multiplayer spielen. Wenn du das nicht gemacht hast, geht's leider nicht. Und ich gehöre zu den Leuten, die das damals irgendwie vercheckt haben. Ich habe das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, habe das nie gemacht. Und dann, ja, ne, du kennst es, ne? Man beißt sich in den Allerwertesten, ja. Pass auf, wir bauen hier noch einen Gouverneurssitz. Ich weiß nicht. Schauen wir noch mal kurz in die Agentenliste rein, ne? Unser Missionar in Moldawien. Achso, ja, das Ding hier bauen wir aus, ne? Okay, gut, alles klar. Das ist tatsächlich wichtig. Du bist nicht hier unterwegs, pass auf. Kannst du... Ja, dann lauf zurück. Wenn du nicht nach Kopenhagen laufen kannst, dann habe ich nichts davon. Das ist übrigens witzig, dass tatsächlich, das ist ja wirklich was, was den Dänen halt eben auch passiert ist, dass sie sofort ihr Kernland verloren haben, ne? Total krass eigentlich. So, du kommst mal hier rüber, falls wir den Agenten da drüben entdecken sollten. Du bist auch da drin, ne? Ja, das sind die Leute, die hier Aufklärungstechnologien forschen. Du bist auf dem Weg, ne? Ja, also gerne. Ich helfe dir da gerne weiter. Das Schwierige ist ja wirklich bei Geschichte. Also, wenn du jetzt so... allgemeine Überblicksdarstellungen haben einfach immer das Problem, dass sie recht oberflächlich sind, ne? Wenn es jetzt Epochen gibt, für die du dich sehr interessierst, dann ist das nochmal was anderes, weil natürlich das einfacher ist, für gewisse Epochen ein Überblickswerk zu finden. Aber, also, ich finde,
zum Beispiel, das ist zum Beispiel was ich halt an den Büchern von Lutz Raphael halt eben sehr schätze. Er hat ja auch ein Buch geschrieben über die Geschichte des modernen Staates, ne? Ich glaube irgendwie Herrschaft durch Verwaltung oder Macht durch Verwaltung oder so, ne? Das ist einfach total interessant, weil er sich dann halt mit so einem total interessanten Themenkomplex halt auseinandersetzt. Aber so ein bisschen diachron, ne? Also jetzt nicht irgendwie so nur auf, also obwohl der so ein spezifisches Thema hat, ist der jetzt auch nicht nur so total eng auf so einen Zeitraum festgelegt. Merlin, übrigens vielen Dank nochmal für die 20-Euro-Donation. Du sagst hier jetzt kleine Entschädigung dafür, dass ich deine Videos auf YouTube und deine Videos ohne Werbung schaue. Vor dem Schlafen mach weiter so. Vielen Dank. Ja, trotzdem danke einfach nur für die Unterstützung. Finde ich mega cool, dass du da dabei bist. Also nochmal danke. Und danke dann auch nochmal an Merlin für den Sub. Sehr cool von dir. Danke sehr. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel diesen osmanischen Spion enttarnt. Ne? Gegen den müssten wir halt auch mal irgendwas machen. Die Arbeiter in Georgien streiken. Ja, das geht ja jetzt aber wieder, ne? Die Arbeiter in Aserbaidschan streiken, aber auch das haben wir wieder gekriegt. Gefolgsmann gefunden. Zufriedenheit des Adels für einen unserer Politiker. Mikhail Schadyko, ja, bei dem auch. Da müssen wir auch noch mal reinschauen, ne? Und Colonel Peace, danke auch für den Sub mittlerweile im dritten Monat. Vielen Dank. Danke für deine Unterstützung hier. Ja, brauchen wir denn S-Fahrhahn überhaupt? Wir bekämen durch Esfahan hier tatsächlich einen Meereszugang zur Straße von Mosambik und nach Indien. Das wäre ja irgendwie witzig. Marako, schön, dass du da warst auf jeden Fall. Ja, ich sag dann auch mal gute Nacht. Okay, also der baut das Ding hier jetzt aus innerhalb von 3 Runden. Aber da bin ich ja jetzt nicht so begeistert von, ne? €99. Okay, dann sag mal 55 Runden. Okay, 20, wenn ich die Steuern hier ausmache. Dann lass das Bevölkerungswachstum hier, glaube ich, echt an, ne? Wir besiegen halt einfach so eine große persische Armee, ne? Dann sind wir die da oben los, ne? Ich meine, dann bekommen wir halt wieder eine Armee für den Süden zurück.
Okay, pass mal, acht. Wir machen. Du forschst mir erstmal die verbesserte Tierhaltung. Wir haben noch Kohle über. Wir haben noch Kohle über. Ja, komm. Schauen wir mal, geben wir alles, ne? So, dann stellen wir uns mal hier so mit geballter Feuerpower hin. Schon so ein bisschen noch überstellen, ne? So. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er von da drüben angreift, aber wir werden es rausfinden. So, dann machst du mir die zwei Kosakenzipfel mal dahin und den Jen machst du mal da hinten ins Gestrüpp. Ne? Oder? Gerade da. Komm, jetzt hier auf Feuer frei. Schieß auf die Granatiere. Junge, 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 ey, die Arti trifft ja mal wieder komplett daneben, ne?
Ja, schieß weiter auf den. Und komm, schieß mal schnell. Schade. Wo ist meine andere Kraftarme? Verfolg die mal bitte. Schieß mal drauf, bitte. Der Hunde.
Ich hätte jetzt mit etwas mehr Feuerwerk gerechnet da drüben, aber okay. Hier noch ein bisschen näher ran, vielleicht triffst du dann mit den Granaten besser. Oh. Mal schnell ins Karree. Krass, ne? Meine Idee war halt so, hey komm, ich schmeiße denen da so ein paar Granaten rein, die werden dann schon keine Lust mehr haben, aber die stehen da ja immer noch relativ unerschrocken, ne? Ach, das ist ein Gen. Die Granatwerfer da nicht irgendwie ein bisschen mehr ausrichten? Aha, jetzt haut er ab, also. Ich wollte schon sagen, ne? So. Arti ist schon gut. Es kommt auf die Arti an, die du einsetzt. Also, ich finde, du brauchst halt schon so eine mobile Arti, wie halt hier die 12 Pfünder. Das ist schon eine sehr gute Arti. Reparier die mal alle. Das ist schon, also die mobile Arti ist halt schon sehr gut in dem Spiel auf jeden Fall. Und nachher halt, wenn du halt Mörser kriegst, neue Geschosse und sowas, ne, die wird dann auch einfach nochmal um Längen besser und dann macht's halt richtig Laune, ne. Also dann kannst du halt so damit abräumen. Okay, wir gucken nochmal ganz kurz in unser Kabinett rein, der Justizminister. Der geht so, ne? Das ist nicht Verwaltung der Justiz. Ja, das ist auch mal so ein Marineverwalter, ne? Ja, unsere Verwalter sind ja ansonsten eigentlich ganz gut, ne? Peter der Erste ist halt irgendwie nicht so gut, ne? Wenn wir mal gucken auch, also von den Trades, er ist Marine begeistert. Das kann, also ist gar nicht so abwegig eigentlich, denn Peter der Erste hat tatsächlich ja erstmal, als er im Krieg mit den Schweden war, im Großen Nordischen Krieg, er musste ja überhaupt erstmal eine Flotte bauen, die irgendwie in der Lage war, den Schweden ein bisschen Paroli bieten zu können. Das Weiße Meer war ja komplett von den Schweden beherrscht. Die dänische Flotte war mehr oder weniger vernichtet. Briten haben halt die Schweden da oben unterstützt. Ja, das ist übrigens auch ein total interessanter Punkt. Warum haben eigentlich so viele warum haben da eigentlich so viele Leute mit den Schweden gemeinsame Sachen gemacht eigentlich, ne? Auch wenn die Schweden natürlich da als, ja, doch sehr expansive Großmacht ja eigentlich bekannt waren. Naja gut, ne, also vielleicht long story short, ne, wichtig war vor allen Dingen, dass man die Schweden da oben international jetzt betrachtet, halt ruhig gehalten hat, weil natürlich in Europa eben der spanische Erbfolgekrieg ja eben drohte, beziehungsweise ja auch ausbrach, ne? Und das ist einfach so ein, das ist ein ganz wichtiger Grund, warum man sich mit den Schweden
lange ruhig gestellt hat. Man wollte da oben ruhige Verhältnisse halt eben haben und aufgrund der entsprechenden Bündnisstrukturen war das halt auch nicht immer klar, wer würde da jetzt dann zu den Waffen gerufen werden oder müsste auf welcher Seite da in den Krieg eintreten. Deswegen haben die Schweden viel Unterstützung von außerhalb bekommen, eben zum Beispiel von den Briten. Hat das auf jeden Fall den Ausschlag gegeben, halt die dänische Marine halt eben zu versenken. Die Schweden konnten Seeland und die ganzen Inseln hier oben mehr oder weniger unproblematisch einnehmen und nachher blockieren. Und tatsächlich hat es die russische Marine geschafft, tatsächlich halt noch so viele Schiffe zu bauen, dass sie dann später tatsächlich noch eine gute Überlegenheitssituation gegen die Schweden rausholen konnten. Das hat auch was damit zu tun, eben, dass da ganz große Anstrengungen eben in die dann setzt du mir bitte hier hin. Ja, den kannst du dann bitte einmal versenken. Das hat natürlich was damit zu tun, dass eben ganz große Anstrengungen in den Bau einer Flotte halt investiert wurden. Ne? Aber wichtig war halt eben hier der Zugang über St. Petersburg, ne? Ganz wichtige Voraussetzung, ne? Muss ich nochmal gerade gucken. Und halt auch hier der... insofern auch sehr wichtig halt, um hier eine gute Versorgungssituation natürlich zu haben, ne? Also auch unter dem Gesichtspunkt ist eine Flotte total wichtig in der damaligen Zeit. Das darf man ja auch nicht vergessen, die Armeen, die halt hier unterwegs sind, ne? Auch, also gerade halt Livland war ja ein Gebiet, wo sehr intensiv auch gekämpft wurde und aufgrund der Witterungsverhältnisse ist das beliebig kompliziert, da Kriege zu führen. Wenn man halt eben keine Flotte hat im Hintergrund, die einfach die Armee entsprechenderweise versorgen kann. Das ist übrigens auch total entscheidend gewesen dafür, dass die Russen halt nachher hier auch da gegen die Schweden so großen Druck ausüben konnten, weil es ihnen halt eben auch gelungen ist, die Nachschubwege der Schweden zu kontrollieren. Und dann, ja, war die Situation für die Schweden auf einmal sehr brenzlig, aber das kam halt erst etwas später, ja.